这个风筝也是一种希望，但是它在我们的教育当中呢，也成为一种隐喻。我们经常把我们的儿童啊比喻为是一个被家长和被学校牵着的风筝啊。虽然我们希望它飞得更高，但是呢，我们事实上还是用各种力量来牵制它，希望把它控制在我们的手中啊。很多家长的教育理念也是这样的。Eigentlich hat mich die Frage, wie wir uns geistig ernähren, immer am meisten interessiert, weil ja da alles andere praktisch schon inkludiert ist. Also wenn wir diese Krisen haben auf all den Gebieten, Nahrungsmittelsektor, Geldsektor, die Krise ist noch längst nicht überwunden, oder in der Schweiz war ein Film sehr erfolgreich bei den Bienen, dann sind das immer Krisen, die sind ja von Menschen gemacht. Die sind ja nie, weiß ich nicht, vom Gott irgendwie da über uns wie die Todsünden oder die sieben schrecklichen Jahre hereingebrochen, sondern das ist menschengemacht. Und das Interessante ist, wenn man es genau anschaut, meist oder fast immer von Menschen mit der sogenannten besten Bildung. Also es sitzt ja niemand in diesen ganzen Vorstandsetagen, wo die großen Entscheidungen gefällt werden, der nicht Minimum heutzutage ein Studium absolviert hat oder gar zwei. Und ganz eklatant ist es am sogenannten Finanzdienstleistungssektor. Und dort kam auch die Idee her und so führt ein Film zum nächsten. Und so war ihm 2008 zu beobachten beim letzten Dreh in London, wo ich diese Menschen gesehen habe, die wirklich Tausende, die in diesen Finanzbereichen City of London arbeiten, was der größte Finanzplatz der Welt ist, die an den besten Universitäten der Welt studiert haben. Und was machen sie den ganzen Tag? Sie bringen uns und den Planeten an den Rand seiner Möglichkeiten. Und das war der Zugang, das hat mich interessiert. Wir lesen viel und hören viel über bildungsferne Schichten. Die sind so problematisch, die Leute können nicht lesen und ich weiß nicht was. Erstens einmal würde ich das alles wirklich hinterfragen. Und wenn jemand nicht lesen will, dann kam er oder sie nicht zur Welt, sondern da ist was kaputt gemacht worden, da ist was verschüttet worden, nämlich eine Neugierde. Und diese sogenannten bildungsfernen Schichten, die sind nicht das Problem. Die sind nicht das Problem. Und das beste Beispiel ist jetzt Spanien. Wenn in Spanien 55% Jugendarbeitslosigkeit ist gleich bis 35, also sehr weit ins Erwachsenenleben rein, dann kann man nicht mehr sagen, das sind alles Ungebildete und die haben das Falsche gemacht. Nein, nein, bei 55%, da sind verdammt viele Akademiker und Akademikerinnen dabei. Da sind Musterschüler und Musterschülerinnen dabei, die genau das Muster übernommen haben. Ja, das ist ein Musterschüler. Ja, genau das Muster, das man ihm vorgehalten hat, das musst du lernen, alles richtig gemacht. Und jetzt ist das System weggebrochen und jetzt sind ihre Talente aber so verschüttet und sie sind so verschüchtert, dass sie gar nicht mehr als junge Menschen die Kraft haben, rausgehen können und sagen, okay, Gott sei Dank ist dieses alte Wirtschaftssystem weggebrochen, wir finden ein neues, wir sind schöpferisch, wir sind kreativ, das können die nicht mehr und jetzt haben sie das Problem. Und es ist nicht besonders lustig jetzt in Spanien und was in Griechenland sich abspielt, wissen wir. Und das hat auch eben mit diesem System zu tun. Spielen heißt nicht etwas herstellen, nicht etwas produzieren, sondern spielen heißt genießen, heißt aktiv sein. Spielen heißt immer etwas mit seinem ganzen Wesen erleben und das ist ja gerade das, was die Schule den Kindern nicht ermöglicht. Kinder sollen das Leben ernst nehmen, sagt man. Aber gerade das Spielen sollte ja ernst genommen werden. Das Spielen ist ja das, was alle Fähigkeiten beansprucht und alle Fähigkeiten auch entwickelt. Dadurch kommt man zu sich selbst, was anderes braucht man nicht. Ich bin in meiner Familie der Erste, der nicht hungert, der Erste. Meine Mutter lebt noch, hat noch gehungert. Mein Vater ist leider schon tot, hat noch gehungert. Ja, das haben wir gar nicht mehr. Das ist ein unfassbarer Luxus. So, jetzt müssen wir den nächsten Schritt tun.
müssen wir den nächsten Schritt tun und wir müssen, ich spreche von einer neuen Form der Evolution. Wir leben in einer globalisierten Welt, wo ganz klar ist, dass alles zusammenhängt. Wir sind verbunden miteinander, das ist nichts Esoterisches, das können Sie in der Quantenphysik, in der Genetik überall nachweisen in der Zwischenzeit. Aber wir tun so, das ist unser Menschenbild, wir tun so, als wäre der Nächste unser Feind. Also, und das ist ein Paradox, und das Paradox halten wir nicht aus, und darum haben wir diese Krisen. Wir sollen empathisch sein und unseren Nächsten lieben, steht schon in der Bibel, aber wir sollen auch im Wettbewerb und in der Konkurrenz, im Berufsleben zur Strecke bringen. Wir sollen sparsam leben, aber wir sollen konsumieren, auf Teufel komm raus, weil sonst gibt es kein Wirtschaftswachstum. Das ist alles ein Paradox und in diesem Paradox kann man nur verrückt werden. Und das werden auch viele. Und es hat einen Grund, warum ganz speziell im Lehrerberuf die Burnout-Rate so hoch ist. Weil Burnout bekommt man nicht, wenn man viel arbeitet. Der Mensch hält wahnsinnig viel aus. Wenn Sie drauf sind auf irgendwas, Sie können arbeiten wirklich viele, viele Stunden. Aber Burnout bekommen Sie, wenn Sie einen längeren Zeitraum gegen Ihre innere Haltung anarbeiten. Und das müssen nun mal die Lehrerinnen und Lehrer, weil die wüssten genau, wie es geht, wie man mit Kindern umgeht und müssen aufgrund eines Drucks von der Wirtschaft und von der Politik, die haben sie in ein Bett gelegt und die Politik hat längst den Kürzeren gezogen, müssen sie eigentlich etwas tun gegen ihre innere Haltung. Und das hält kein Körper aus und darum haben die so viel Burnout. Dieses Vertrauen, diese Nicht-Angst beruht darauf, dass ich nie verglichen worden bin. Ich musste nie meine Kenntnisse mit den Kenntnissen anderer vergleichen. Ich wurde nie unter Druck gesetzt. Es wurde nie von mir erwartet, dass ich Dinge lerne, die mich nicht interessieren, die ich nicht brauchen kann in meinem Alltag, mit dem Vorwand, dass wenn ich sie heute nicht gelernt habe, ich sie später nicht lernen kann. Ich habe das genaue Gegenteil erfahren, dass es immer Zeit ist, was Neues zu lernen, wenn man sich dafür interessiert. Ich finde es schön, wenn alle so richtig hart und viel arbeiten wollen und es gerne machen, weil sie fürs Unternehmen was erreichen wollen. Und das ist bei Porsche auf jeden Fall sehr stark gegeben. Ja, das ist im höchst eigenen Interesse des Unternehmens. Der Markt diktiert. Ja. Und wenn Sie in die Zukunft gucken, wie wird dann Ihr idealer Topmanager oder Ihre ideale Topmanagerin aussehen? Leistungsorientiert. Und alles andere ist egal. Ja. Egal wie. Egal wie. Egal ja. Wie. Mhm. Wir führen, das ist unser Hauptproblem und das zeigt der Film, glaube ich, sehr gut. Wir sind immer noch in diesem kriegerischen, maskulinen Denken drinnen. Okay, die Kriege wollen wir nicht mehr in Europa. Das ist uns einigermaßen gelungen und jetzt wird aber die ganze Energie, die davor für die Kriege aufgewandt wurde, in die Wirtschaft gesteckt. Jetzt haben wir diese Kriegswirtschaft und dort sind auch noch die gleichen Begriffe. Die reden ja dann von den feindlichen Übernahmen. Der CEO ist der Chief Executive Officer, das heißt, es steht immer noch ein Offizier einer Unternehmung vor. Und das ist halt so dieses völlig alte Machbarkeitsdenken aus dem 20. Jahrhundert. Und das sollten wir langsam aber sicher hinter uns lassen. Das hat uns im besten Fall reich gemacht, auf keinen Fall glücklich.